Guten Morgen. Wir schauen uns heute an das Kapitel 3 über das dynamische Verhalten von Systemen. Und ich verstehe es vollkommen, wenn Sie sagen würden, wenn Ihre Reaktion zu diesem Titel wäre, was gibt es da noch zu diskutieren? Sie haben sich eigentlich, Modellierung haben wir angeschaut und Sie haben in anderen Vorlesungen geschaut, wie man ein dynamisches System simulieren kann, mit Simulink zum Beispiel. Und Sie können sich die Antwort des Systems anschauen, das dynamische Verhalten sehen. Warum machen wir jetzt diese Vorlesung und konzentrieren uns auf diese Themen? Besonders hier, die Kapitel schauen bekannt aus und wir gehen sie schnell durch. Wir haben viele Folien und in erster Linie weise ich Sie auf spezifische Details hin und Tricks, mit denen Sie vielleicht noch nicht vertraut sind, und erzähle Ihnen auch über die Art von Anwendungen, wo wir diese Methoden verwenden. Jetzt, wie gesagt, Sie haben gehört über dynamische Systeme, Sie haben Simulationen gemacht. Warum jetzt Verfahren wie zum Beispiel Laplace-Transformation, um die Antworten eines Systems anzuschauen oder auszurechnen, wenn Sie sowieso einfach mit Simulink machen können? Es gibt sehr gute Gründe, die Zeit unabhängig sind. Das heißt, Laplace-Transformation ist nicht irgendwas Historisches, das wir jetzt nicht mehr verwenden. Warum? Wenn Sie zu mir kommen mit einer Simulation, sagen Sie, ich habe jetzt das Modell und ich habe jetzt diese Simulation gemacht, und ich schaue drauf, ich muss jetzt beurteilen können, irgendwie macht diese Simulation, die Sie da gemacht haben, diese Antwort Sinn oder nicht. Und Sie werden sagen, ja, ich habe da hier mein Programm, bitte, schauen Sie an. Ich schaue, das kann ich nicht machen. Das ist unmöglich, dass ich jetzt da Ihren Fehler vielleicht finde. Und genauso ist es mit Doktoranden. Die kommen nach einer großen DIS mit irgendeiner komplizierten Simulation. Ich muss mir das anschauen. Genauso, wenn Sie irgendwo in der Industrie sind, Sie arbeiten mit irgendwem, der kommt und zeigt Ihnen eine Systemsimulation. Wie können Sie beurteilen, ob das Sinn macht oder nicht? Das ist eine absolut kritische Fähigkeit für Sie selbst, wenn Sie irgendeine Simulation machen, weil Sie können irgendeinen Fehler drinnen haben. Und besonders auch, wenn Sie Vorgesetzte sind oder Vorgesetzte. Und das Erste, was man machen kann, man kann Fragen stellen, ja, haben Sie das geändert, haben Sie das geändert, wie verhält sich es unter den Umständen, und kann dafür ein Gefühl bekommen. Aber meistens ist es so, man möchte überhaupt sehen, macht diese Antwort, jetzt schwingt das, macht das einen Sinn, soll das schwingen, warum schwingen, wann schwingt es, was würde darauf hinweisen. Und daher ist es sehr wichtig zu verstehen, den Zusammenhang zwischen Systemeigenschaften, steht da hier als zweiter oder dritter Punkt hier, zwischen Systemeigenschaften und den Antworten, die wir bekommen. Und das ist das Ziel, was wir machen, warum wir noch immer Frequenzgang anschauen, warum wir noch immer Laplace-Transformation anschauen, weil wenn Sie einfach eine lange Liste von Differentialgleichungen sehen, Sie können draufschauen, Sie sehen nichts bezüglich der Antwort des Systems. Sie können da unmöglich feststellen, wie die Systemantwort ausschauen wird, wenn Sie ein System von nur 3 Differentialgleichungen haben, noch weniger, wenn Sie eins von 100 haben. Deswegen also das, was wir jetzt heute hier besprechen. Wir wollen herausfinden, welche Systemeigenschaften führen zu welchem dynamischen Verhalten. Wie gesagt, wie muss ein System ausschauen, zum Beispiel, dass es schwingt, dass es unstabil ist, dass es stabil ist und so weiter. Und dann am Ende wollen wir dann natürlich Regler auslegen, und mit diesen Reglern wollen wir das dynamische Verhalten des Systems beeinflussen. Und wir müssen verstehen, wie der Regler ausschauen muss, damit er bestimmte Verhalten ändert in einer vorgegebenen Weise.
Und wir schauen uns heute hauptsächlich Laplace-Bereich und Frequenzbereich an. Zustandsraum ist das, was Sie verwenden, wenn Sie Simulation machen. Mit Simulink oder einem anderen Programm schauen wir uns im Moment nicht an oder nur als Übergang zum Frequenzbereich. Verschiedene Themen, lineare Systeme, Superposition, haben Sie alles gehört, gilt nur für lineare Systeme, heißt praktisch, wenn ich im Eingang verdopple, verdoppelt sich der Ausgang. Wenn ich zwei Eingänge nehme, Summe von zwei Eingängen, kriege ich die Summe von zwei Antworten von diesen Eingängen. Jetzt dieses Superpositionsprinzip, weil wir hier besonders in der Vorlesung nur lineare Systeme behandeln, ist so dominant, dass Sie aufpassen müssen, dass es Sie nicht irreführt. Nicht jedes System ist linear. Das heißt, Sie müssen schon aufpassen, wenn Sie sagen, ja, das sollte jetzt doppelt so groß sein. Ja, es sollte doppelt so groß sein, wenn das System linear ist. Und für uns wird es fast wie ein Normalverhalten und wir denken nicht, dass das System auch anders verhalten kann, anders verhält, wenn es nicht linear ist. Und daher aufpassen, Intuition meistens gilt nur für lineare Systeme. Und wenn etwas nicht linear ist, dann kann es anders ausschauen. Das ist das erste Linie, was ich sagen möchte über dieses Superpositionsprinzip. Einfache Anwendung, die Sie wiederum direkt die Linearität des Systems benötigt, ist Faltung. Faltung, dass Sie also die Systemantwort durch Faltung des Eingangssignals mit der Impulsantwort erhalten, ist eine Konsequenz der Linearität des Systems und gilt nur für lineare Systeme. Und wir sehen das hier sehr einfach von dieser Ableitung. Nehmen wir an, dass das System Eingang U sei und der Ausgang zu diesem Eingang, dieser Eingang führt zu einem Ausgang Y. Eine bestimmte Zeitfunktion U führt zu einer gewissen Ausgang-Zeitfunktion Y. Und insbesondere, wenn wir einen Eingang als Impuls nehmen, dann nehmen wir an, dass dieser Ausgang G von T ist, die Antwort auf diesen Impuls. Jetzt, wenn das System zeitinvariant ist, dann können wir diesen Impuls verschieben und bekommen dann einfach den Eingang verschieben und wir bekommen entsprechend den Ausgang Zeit verschoben mit derselben Zeit. Also dieser Impuls ist jetzt verschoben auf Zeit Tau. Dann bekommen wir den Ausgang verschoben um Zeit Tau. Und weiters, wegen Linearität, wenn wir den Impuls gewichten oder eine Amplitude oder jetzt eine Fläche von diesem Delta hier mit U von Tau zu diesem Zeitpunkt, dann bekommen wir genauso wegen der Linearität den Ausgang multipliziert mit Amplitude U Tau. Und jetzt, was die Faltung einfach heißt, ist, dass wir diese Eingänge als Summe von diesen Eingang, diese Eingangsfunktion U als Summe von Impulsen darstellen können und uns dann den Ausgang als Summe dieser Impulsantworten zusammenbauen können. Und das ist, was wir hier machen. Wir sagen einfach, der Eingang ist die Summe dieser Impulsantworten. Hier von 0 bis, diese Impulse, Entschuldigung, von 0 bis unendlich, wo immer diese Impulse sind. Und dann ist der Ausgang einfach die Impulsantwort, also wir haben hier den Eingang, ist die Summe dieser Impulse und daher ist der Ausgang die Summe dieser Impulsantworten. Jetzt, was ist spezifisch in der Regelungstechnik? Natürlich haben Sie das gesehen, diese Faltungsintegral hier. Was ist spezifisch für unsere Verwendungen hier? Sind zwei Annahmen, die wir immer machen, wenn wir eine Faltung machen und immer, wenn wir in der Regelungstechnik Signale anschauen. Ist erstens, für uns ist immer negative Zeit der Eingangssignal 0. Das heißt, wir haben alle Signale, die bei 0 anfangen
Und die positive Zeit für negative Zeiten sind die Eingänge 0. Das ist Annahme Nummer 1. Und das bedeutet natürlich, ich kann dieses Minus unendlich hier mit dem 0 ersetzen, weil von Minus unendlich bis 0 ist U0. Und die zweite Annahme, die wir machen, ist, dass das System kausal ist. Das heißt, wenn wir einen Impuls hineinschicken zur Zeit 0, hier ein Impuls, und wenn wir uns die Antwort anschauen, dann ist die Antwort nach dem Impuls, es ist kausal, entweder gleichzeitig oder nach dem Impuls. Das heißt, ein Impuls zur Zeit 0, die Antwort ist nur positiv, die Impulsantwort ist nur positiv, zu negativen Zeiten ist es 0, Kausalität, und daher können wir noch dazu, das heißt, diese Funktion hier, g von t minus tau, g von t, ist 0 für t kleiner gleich 0, daher können wir dieses unendlich hier mit t ersetzen. Und das gibt uns dann schließlich diese Form für das Faltungsintegral, die wir in der Regelungstechnik immer benutzen. Unter Annahme negative Zeiten kein Eingang und dass das System kausal ist. Das ist also Superposition und Faltung. Zweites Thema, Laplace-Transformation, wiederum nur ein paar Sachen, Sie zu erinnern. Laplace-Transformation, Sie kennen die Definition. Jetzt, Definition macht nur Sinn, wenn dieses Integral, das Sie auf der rechten Seite haben, endlich ist. Und es ist endlich unter dieser Dirichlet-Bedingung. Das heißt, das Signal f von t, von dem Sie Laplace-Transformation machen, muss schneller, darf nicht so schnell zunehmen, dass dieses Integral unendlich wird. Das heißt, es muss langsamer zunehmen als exponentiell oder maximal exponentiell. Das heißt, dieses Produkt ein endliches Integral hat. Was zum Beispiel nicht funktioniert, sind Funktionen dieser Art. Funktionen dieser Art nehmen schneller zu als exponentiell und von denen gibt es keine Laplace-Transformation. Das Weitere hier, das nur von der Notation, Sie nehmen hier immer an, Integral von 0 minus, damit Sie Signale zum Zeitpunkt 0 berücksichtigen können. Wir schreiben das der Einfachheit halber als 0. Aber spezifisch das Integral und so ist gerechnet von 0 minus. Jetzt das zur Laplace-Transformation, Inverse-Laplace-Transformation haben Sie in der komplexen Analysis gemacht. Verwenden wir nicht. Wenn wir inverse, also wir verwenden nicht diese Formeln. Wenn wir inverse Laplace-Transformation machen, machen wir es aufgrund von solchen Tabellen plus möglicherweise Partialbruchzerlegung. Das, was da hier angezeichnet ist, mit Häkchen sollen Sie wissen und nicht nachschauen müssen. Laplace-Transformierte des Impulses, des Sprungs hier 0 und dann Potenzen t Quadrat t der dritten und so weiter und die entsprechenden Laplace-Transformationen hier im allgemeinen Fall. Schließlich Laplace-Transformation von der Exponentialfunktion, wie hier gezeigt. Abgesehen davon auch für Sinus und Cosinus und damit hat sich's. Die anderen können Sie normalerweise leicht herleiten aus Betrachtung und insbesondere unter Benutzung von Eigenschaften, die Sie vielleicht nicht alle gesehen haben, die sehr vorteilhaft sind, wenn wir inverse Laplace-Transformation machen wollen. Ich möchte Sie da nur auf einige hinweisen und insbesondere jetzt erst einmal 3 und 4 und ich habe die immer so geschrieben, dass sie mehr oder weniger symmetrisch sind, diese Eigenschaften. Jetzt 3 wäre, wenn wir eine Verschiebung in der Zeit haben, okay, Verschiebung in der Zeit hier, t minus Lambda, Funktion Zeit verschoben um Lambda.
dann gibt uns das eine Exponentialfunktion e hoch minus s Lambda. Das heißt, wäre es eine Todzeit oder Zeitverzögerung, eine Zeitverschiebung, gibt uns in der Laplace-Transformierten eine Multiplikation mit i hoch minus s Lambda, wobei Lambda diese Verschiebung ist. Und ganz symmetrisch dazu bekommen wir, wenn wir in der Zeitfunktion so ein i hoch minus at haben, Multiplikation der Funktion mit e hoch minus at, also das heißt so eine exponentiell abklingende Amplitude, können wir sagen, multipliziert mit dem f von t, dann gibt uns das in der Laplace-Transformierten wiederum eine Verschiebung von s, der Variable s wird ersetzt durch s plus a. Okay. Jetzt haben wir also diese Symmetrie zwischen Verschiebung in der Zeitbereich und dann Exponentialfunktionen im Laplace-Bereich und umgekehrt. Nächste Eigenschaften hier wären Differential und Integral. Differential gebe Ihnen eine Multiplikation mit, also Differenzierung der Funktion gebe Ihnen eine Multiplikation mit s zur n-ten Potenz, minus dann die Anfangsbedingungen. Umgekehrt Integration gebe Ihnen das eine Division durch s, wie hier angedeutet. Weiters, den Satz 7 verwende ich eigentlich im Allgemeinen nicht. Satz 8 und 9 verwenden wir oft. Das ist der Satz vom Anfangswert und vom Endwert. Und wiederum gibt sich da eine gewisse Symmetrie. Jedes Mal, also den Sätzen, sie multiplizieren die Funktion mit s. Hier s. Wenn Sie jetzt den Anfangswert haben wollen, wir haben eine Funktion in der Zeit, f von t, Sie haben eine Funktion Laplace-Bereich groß f von s. Normalerweise verwende ich für Laplace-Transformierte die Großbuchstaben, mit Ausnahmen, aber normalerweise mache ich so, von der Zeitfunktion klein f von t, die Laplace-Transformierte ist dann die Funktion groß f von s, die dazugehört. Wenn Sie also wenn Sie das Laplace-Transformierte haben, das heißt, wenn Sie jetzt hier f von s haben, wie können Sie jetzt den Anfangswert in der Zeit ausrechnen, also dieses f0, Sie multiplizieren mit s und setzen s gegen unendlich. Das heißt, Anfangswert 0, Zeit, s gegen unendlich. Umgekehrt, s gegen 0 hier gibt Ihnen t nach unendlich hier. Okay? Das heißt, den Endwert Zeit gegen unendlich kriegen Sie, indem Sie s 0 setzen. Also wiederum diese duale Beziehung. Faltung ist Produkt im Laplace-Bereich, ist Faltung im Zeitbereich. Und also diese Sätze, insbesondere das 8, 9, natürlich das 5, 6 und das 3, 4 verwenden wir immer wieder. 1 ist selbstverständlich, 2 auch praktisch trivial, 11, 12 in dieser Vorlesung normalerweise nicht. Jetzt was wichtig ist mit den Endwertsatz, nämlich dass Sie ausrechnen, was ist Limit f von t, wenn t gegen unendlich geht. Sie können immer diese Formel anwenden, immer, aber sie gibt Ihnen nur richtige Resultate, wenn diese Funktion der Zeit einen Endwert hat. Das heißt, Sie müssen zuerst feststellen, prüfen, gibt es einen endlichen Endwert, nur dann können Sie den Satz 9 anwenden. Und hier in diesem Beispiel ist einfach eine Illustration dann, also der Endwertsatz kann nur dann angewendet werden, wenn ein endlicher Endwert existiert. Und wie wir dann lernen werden, oder wie Sie schon gelernt haben,
existiert ein endlicher Endwert nur dann, wenn wir die zwei Bedingungen erfüllt haben, maximal ein Pol im Ursprung der Laplace-Transformierten und die anderen Pole alle in der offenen linken Halbebene. Okay. Unter diesen Bedingungen, oder hier der Realteile der restlichen Pole ist negativ, sagt das Gleiche aus. Nur unter diesen Bedingungen können wir den Endwertsatz anwenden und den Endwert der Zeitfunktion finden. Und hier ist das Beispiel. Im Beispiel 1, Sie sehen, wir haben hier einen Pol im Ursprung und wir haben zwei Pole hier drinnen. Ich habe sie nicht ausgerechnet, Sie können es ausrechnen, sie sind in der offenen linken Halbebene, Realteil strikt negativ. Und wenn Sie jetzt den Endwertsatz anwenden, das heißt, Sie multiplizieren mit S und lassen S gegen 0 gehen, dann gibt Ihnen das trivial ausgerechnet hier 3 mal 2 im Zähler, 10 im Nenner, 0,6. Im zweiten Beispiel, wenn wir uns den Satz von vorher gemerkt haben, haben Sie wieder einen Pol im Ursprung, aber einen Pol in der rechten Halbebene. Sie können trotzdem mechanisch den Endwertsatz anwenden wie hier, aber er macht keinen Sinn, weil der Endwert ist unendlich. Also da aufpassen bei der Anwendung dieses Endwertsatzes. Weitere Ableitungen, Herleitungen, wie ich sie hier habe, werde ich nicht besprechen. Hier vielleicht nur als eine Illustration. Sie können die anderen Sachen anschauen, sind selbst erklärend. Eine Illustration hier, was wir typisch machen würden, ist Laplace-Transformierte eines Pulses. Und dann, wenn wir das dann im Limit betrachten, dass also ein Puls mit Breite h und Höhe 1 minus h, das heißt die Fläche ist 1, und wir können zuerst uns die Laplace-Transformierte anschauen, also das sind zwei Stufen. Wir schauen uns einerseits die Stufe zum Zeitpunkt tau an, und weiter schauen wir uns die Stufe, den Sprung an zum Zeitpunkt tau plus h. Das heißt also Sprung zur Zeit tau minus einen Sprung zur Zeit t minus h. Jetzt können wir Laplace-Transformierte machen. Das heißt, wir haben einen Sprung, das ist 1 über hs. Und das wäre der zeitverschobene, wie ich Ihnen früher gezeigt habe, Zeitverschiebung um tau gibt in einer Multiplikation mit Exponentialfunktion e hoch minus s tau. Und den zweiten Sprung zeitverschoben mit tau plus h. Das wäre also für diese f von t, wäre das die Laplace-Transformation f von t oder wie wir es dann auch nennen werden, f von s. Gibt Ihnen diese Funktion. Und jetzt können wir uns anschauen, den Grenzwert, wenn h gegen 0 geht, wenn also dieser Puls zu einem Impuls wird. Wenn Sie das, den Ausdruck hier anschauen, s gegen 0 gibt Ihnen im Nenner ein 0 und es gibt Ihnen, wenn das h gegen 0 geht, gibt es Ihnen auch im Zähler eine 0. Daher machen Sie L'Hôpital's Regel und bekommen dann, wie es sein sollte, das Laplace-Transformierte eines Impulses verschoben um die Zeit tau hier. Das ist nur als Anwendung einiger dieser Regeln. Gibt es jetzt irgendwelche Fragen? Gut. Dann das nächste Hinweis über Laplace-Transformation und Differentialgleichungen. Man könnte hier sagen, wie ich Ihnen letztes Mal erwähnt habe, Differentialgleichung macht das Umgekehrte, was Sie eigentlich brauchen. Es gibt Ihnen jetzt, wenn wir hier jetzt normalerweise einen Eingang haben, wenn wir jetzt y den Ausgang gegeben haben, können Sie den Eingang ausrechnen. Das ist nicht, was Sie brauchen. Sie möchten
den Eingang geben und den Ausgang ausrechnen. Die Laplace-Transformation erlaubt ihnen, das zu lösen, wie hier in diesen Beispielen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde, die sicher Ihnen im Verfahren vertraut sind. So. Laplace-Rücktransformation, wie ich Ihnen gesagt habe, wir verwenden die Tabellen oder, und bevor wir die Tabellen verwenden, meist oder oft, müssen wir diese Partialbruchzerlegung machen. Partialbruchzerlegung, also normalerweise bekommen wir diese Übertragungsfunktion hier, Übertragungsfunktion, Polynom über Polynom. Nicht immer. Sie wissen natürlich, wenn wir, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, wenn Sie eine Zeitverzögerung haben, eine Zeitverschiebung, eine Totzeit, kriegen Sie eine Exponentialfunktion irgendwo da drinnen. Dann können Sie nicht unbedingt diese Partialbruchzerlegung machen, aber angenommen, dass Sie Polynom über Polynom haben und das für alle realisierbaren Systeme, für alle physikalischen Systeme, ist Ordnung des Zählers immer kleiner oder gleich Ordnung des Nenners. Für diese Partialbruchzerlegung nehmen wir zusätzlich an, Ordnung des Zählers ist strikte kleiner als die Ordnung des Nenners. Also mindestens Polynom n minus 1, Polynom im Zähler, Polynom n im Nenner. Wenn das nicht der Fall ist, können Sie immer Division machen der zwei Polynome, Konstantenterm herausnehmen und der Rest gibt Ihnen dann Ordnung des Zählers kleiner als Ordnung des Nenners. Und das ist, was angenommen wird. Und dann gibt es das Heaviside-Theorem über die Zerlegung oder Aufsplittung von Polynomen, dass Sie jedes Polynom schreiben können als Produkt von Faktoren, wie hier zum Beispiel dargestellt, wenn S gleich Alpha eine Nullstelle von Q von S ist, dann können Sie das Polynom zerlegen in Q von S, Q1 von S und S minus Alpha, diese Nullstelle herausnehmen und Q von 1 von Alpha ist ungleich Null. Ähnlich bei Polynom zweiter Ordnung, wie es hier unten dargestellt ist. Das heißt, Endresultat ist dann, dass Sie P über Q in dieser Partialbruchzerlegung darstellen wollen. Und die Frage ist jetzt, wie Sie die Faktoren A1, A2 und so weiter einfach bekommen können. Und ich weiß nicht, wie Sie das gelernt haben, aber es gibt eine einfache Methode, das zu machen. Die ich hier an dem einen Beispiel illustrieren möchte. Wir nehmen jetzt an, dass Alpha J eine Wurzel ist. Und dass Sie Partialbruchzerlegung gemacht haben, A1, das steht wahrscheinlich da hier noch, A1 über S minus Alpha 1, wie hier unten A2 und so weiter, und dann auch ein AJ über S minus Alpha J, wie auf der nächsten Seite. Um die Koeffizienten zu finden, das Einfachste ist, Sie multiplizieren es mit S minus Alpha J. Okay. Das gibt Ihnen dann von der Zerlegung hier unten, also kürzt sich mit dem Q von S. Sie haben dann das reduzierte Polynom hier ohne diesen Faktor und setzen als zweiter Schritt S ist gleich Alpha J. Und wenn Sie S gleich Alpha J setzen, dann gehen alle diese Terme gegen Null. Das Einzige, was überbleibt, ist Alpha J und damit haben Sie das Alpha J gefunden. Und Ähnliches können Sie machen, wenn Sie doppelte Wurzeln haben. Wie zum Beispiel hier illustriert mit einer Polynom dritter Ordnung, wo dann die Terme S minus Alpha 1 Partialbruchzerlegung und dann, wenn Sie S minus Alpha J dritte Ordnung haben, ist S minus Alpha J, S minus Alpha J Quadrat, S minus Alpha J der dritten. Sie können dann das erste Mal mit S minus Alpha, S ist gleich Alpha J, S minus Alpha J der dritten multiplizieren, genauso wie vorher,
S ist gleich Alpha J setzen und Sie bekommen dann sofort das CJ, das heißt diesen Koeffizienten hier, weil das kürzt sich weg. Wenn Sie S minus Alpha J setzen, kürzt sich alles weg, außer dem C, und Sie bekommen den Koeffizienten. Um die anderen Koeffizienten zu bekommen, machen Sie die Ableitung, so wie hier dargestellt ist, in ähnlicher einfachen Weise. Das also zur Partialbuchzerlegung. Das Einzige, das ist hier nur ein Beispiel, können Sie sich anschauen. Das Letzte, was ich jetzt hier nur zeigen will, ist der Fall, wenn Sie komplexe Wurzeln haben. Also hier wäre YS S und dann Polynom zweiter Ordnung. Polynom zweiter Ordnung mit zwei, also ein komplex konjugiertes Polpaar. Und einfachste Weise, zumindest wie ich es gern mache, wenn Sie jetzt das da hier anschauen, dann versuchen Sie das in, Sie wissen, es gibt Sinus und Cosinus, Sie wissen jetzt für einen Cosinus, Cosinus Omega T, und wenn wir das Laplace-Transformierte anschauen, dann wäre das unglaublich schlecht. Laplace-Transformierte Cosinus Omega T wäre S bezüglich Industrieproduktion, muss ich auch sagen, der Unterschied von einem Exemplar von diesen Pens und einem anderen ist unglaublich groß. Also das ist schlechte Sigma-Streuung von diesen Sachen, ist extrem schlecht. Laplace, Cosinus, noch ein Versuch. T ist gleich S über S squared plus Omega squared, und für Sinus wäre es dann Omega über S Quadrat plus Omega Quadrat. Und das heißt, Sie möchten diesen Term hier umwandeln in einen Term dieser Art. Was machen Sie? Sie machen Ergänzung des Quadrates. Und das habe ich hier unten illustriert. Also Sie gehen fürs S Quadrat plus S plus 1. Das ist kein Quadrat. Sie können das Ergänzung des Quadrates, also completing the square, Sie können das umschreiben und sagen, okay, S Quadrat plus S, diese zwei Terme kommen von diesem Quadrat her. Das heißt, S plus ein Halb zum Quadrat gibt Ihnen S Quadrat plus S plus irgendwas, nämlich ein Viertel. Das muss ich dann ergänzen, plus drei Viertel. Ähnliches kann ich dann hier machen, und ich kann dann den Zähler auseinandernehmen, dass ich dann am Ende sehe, ich habe hier S über S Quadrat plus Omega Quadrat, also das gibt mir einen Cosinus, und hier habe ich Omega über S Quadrat plus Omega, das gibt mir einen Sinus. Aber was habe ich jetzt noch zusätzlich? Zusätzlich habe ich S verschoben. S verschoben hier um ein Halbes, hier um ein Halbes, hier um ein Halbes. Was gibt uns diese diese S-Verschiebung? Die gibt uns einen S-minus, E hoch minus Faktor vor die, im Zeitbereich. Also diese roten Terme führen zu E hoch minus T halbe Multiplikat im Zeitbereich, und dann der Rest ist dieser Cosinus Omega T und Sinus Omega T. Das wäre also für komplexe Wurzeln. Gut, das wäre jetzt alles zur inversen Laplace-Transformation. Da hier dazu irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann gehen wir jetzt zu der Darstellung dynamischer Systeme.
Wir schauen uns hier an das Thermoelement, die einfache Wärmeleitungsdarstellung habe ich Ihnen letzte Woche gezeigt. Sie haben dieses Thermoelement, die Umgebungstemperatur ist T, groß T ist die Umgebungstemperatur, und dann haben Sie Y, Y war State, aber eigentlich war es Gamma mal diese Temperatur des Thermoelementes, das heißt, es ist die Spannung, Y war die Spannung, die Sie messen vom Thermoelement. Und dann die einfache Gleichung, die wir abgeleitet haben, ist hier. Das heißt, Sie haben Ableitung dieser Spannung und Sie haben hier den Eingang T, und der Eingang T, das war die Umgebungstemperatur. Das war also eine Gleichung für die Veränderung der gemessenen Spannung, wenn Sie dieses Thermoelement irgendwo eintauchen und die Umgebungstemperatur T ist, dann wird die Spannung gemäß dieser Gleichung verändern. Und Sie können ganz einfach jetzt die Laplace-Transformierte machen, Ableitung der y nach dt multiplizieren mit s, minus die Anfangsbedingung plus y ist Gamma t. Und Sie können das, was Sie machen wollen, nämlich ausrechnen den Ausgang als Funktion vom Eingang, indem Sie diese Gleichung nach y auflösen, wie es hier in der letzten Zeile dargestellt ist. Und Sie bekommen dann zwei Terme normalerweise, oder immer, für so eine Auflösung der Differentialgleichung, wobei ein Term abhängig ist vom Eingang, ein Term abhängig ist vom Eingang, nur, okay, das ist der T, die Umgebungstemperatur, und der andere Term ist abhängig von den Anfangsbedingungen. Also in dem Fall war es nur y von 0, wenn Sie jetzt höherer Ordnung hätten, Differentialgleichung, erste Ableitung von y, zweite Ableitung und so weiter, zum Zeitpunkt 0. Und das ist also wiederum, warum haben Sie so einen Ausdruck, wo Sie den Einfluss der Anfangsbedingungen auf der einen Seite und den Einfluss des Eingangs auseinandernehmen können in dieser Art und einfach zusammenzählen, weil das System linear ist. Weil das System linear ist, haben Sie Superposition. Einerseits der Effekt des Eingangs, T, und der Effekt der Anführungsbedingungen, Y0. Und das kann man immer so auseinandernehmen, wegen der Linearität des Systems und weil Superposition daher gilt. Hier ist es allgemein geschrieben. Sie haben hier also Ente Ableitung, hier den Eingang. Wenn Sie jetzt die Laplace-Transformation machen, das alles auflösen für y, wie ich es auf der letzten Seite in dem einfachen Beispiel gemacht habe, bekommen Sie wiederum zwei Teile durch Superposition. Der erste Teil, der nur abhängt von diesem u von t, also von der Laplace-Transformierten dieses u von t ist u von s hier. Und einen zweiten Teil, der nur abhängig ist von den Anfangsbedingungen. Das heißt, hier drinnen ist ein Polynom, das hat drinnen y zum Zeitpunkt 0, y' zum Zeitpunkt 0, y' Doppelstrich von Zeitpunkt 0 und so weiter. Anfangsbedingungen, dieser zweite Teil. Finden Sie immer nach der Laplace-Transformation eines linearen Gleichungssystems, wie wir es hier gehabt haben. Und jetzt, was wir in der Regelungstechnik immer machen, wir transformieren, das habe ich Ihnen schon letzte Woche gesagt, wir transformieren die Variablen, sodass sie immer Abweichungen sind vom Ruhezustand. Und das macht Sinn, weil in der Regelung, was wir normalerweise anschauen, wir sagen, wir haben System ruhig, es wird gestört. Wie führt die Regelung das System zum Ruhezustand zurück? Das heißt, wir sind genau interessiert an der Antwort des Systems, Null Ruhezustand, Störung, Regelung, rückführen zum Null
zum Ruhezustand. Und daher schreiben wir alles als Abweichungen vom Ruhezustand, wie hier aufgelistet. Und die neuen Variablen, also diese neuen Variablen, die wir einführen, sind die Abweichungen oder Deviation Variables, die Abweichungen von diesem stationären Zustand. Und jetzt von der Gleichung vorher, hatten Sie hier, also diese Gleichung hier, stationäre Zustand wäre, das ist gleich 0, Ableitung ist gleich 0, das heißt Ys wäre Gamma Ts, das ist die Gleichung, wobei S für stationär ist, Ys wäre dann der stationäre Spannung, die sich einstellt für die stationäre Umgebungstemperatur Ts. Und wir gehen jetzt zu dieser Gleichung hier, Ys ist gleich Gamma Ts. Wir definieren diese Abweichungsvariablen vom stationären Wert, T und Y, vom stationären Wert. Wir schauen uns die ursprüngliche Gleichung an hier. Wir schauen uns die stationäre Gleichung hier. Und wir machen dann, wie ich es letztes Mal gezeigt habe, ziehen die zweite Gleichung von der ersten ab und bekommen dann diese neue Differentialgleichung in den transformierten Variablen Y' und T'. Und das sind jetzt die Variablen T' ist die Abweichung von der stationären Umgebungstemperatur. Y' wäre die Abweichung von der stationären Spannung, die man für die stationäre Umgebungstemperatur bekommt. Und jetzt beginnen wir mit dem stationären Zustand, daher sind von stationären sind alle diese Abweichungen 0. Und wenn alle also Anfangsbedingungen 0 sind, dann fällt dieser Term weg, unter der Annahme, dass alle Anfangsbedingungen 0 sind, und ich bekomme dann nur diesen Term, eben nur diese Übertragungsfunktion mal den Eingang, wie ich es hier aufgeschrieben habe, jetzt wiederum Großbuchstabe Y wäre das Laplace-Transformierte der Spannung. Gut, damit hören wir damit auf und noch eine Pause und wir setzen dann fort wieder in 10 Minuten. Gut, wollen wir fortsetzen? Wie gesagt, wir führen diese Abweichungsvariablen oder Deviation Variables ein, weil wir erstens sind das die Variablen, die wir normalerweise interessiert sind, diese Abweichungen vom Normalzustand, und zweitens in Bezug auf die Laplace-Transformation, weil wenn wir die Abweichung, wenn wir jetzt den Nullzustand annehmen, dass der stationäre Zustand ist, das heißt die Anfangsbedingungen sind Null, dann bekommen wir dort diese Beziehung, die wir wollen, nämlich eine einfache Multiplikation, Ausgang ist gleich Eingang mal Übertragungsfunktion, das was wir suchen für unsere Systemdarstellung. Hier nur Beispiele, ne, für dieses Satellitenbeispiel, Trallsatz, System zweiter Ordnung, hätten wir dann einfach eine Übertragungsfunktion zweiter Ordnung, eigentlich einen doppelten Integrator, eine sehr einfache Übertragungsfunktion für den Gleichstrommotor hatten wir letztes Mal abgeleitet zwei Gleichungen. Einerseits die Gleichung von der Mechanik her, das war wiederum der Trallsatz, dass das angreifende Moment vom Motor, dass die Dämpfung oder die Reibung. Und dann die zweite Gleichung vom Kirchhoffschen Spannungsgesetz. Zusammen haben wir System dritter Ordnung, wie Sie hier sehen. Normal, wenn ich die Laplace-Transformation nehme. Normalerweise, was ich mir als Ausgang anschaue, nicht immer, aber oft, ist es die Geschwindigkeit und nicht die Position des Motors. Das heißt, es ist nicht der Winkel Theta, sondern die Abweichung, die Ableitung des Winkels. Theta wäre die Laplace-Transformation, Groß Theta, die Laplace-Transformation des Winkels.
Laplace-Transformation der Ableitung des Winkels Theta-Punkt wäre dann S mal Theta. So S mal Theta wäre die Laplace-Transformation von Theta-Punkt. Okay. Und dann natürlich die Übertragungsfunktion, kriegen wir die Übertragungsfunktion zweiter Ordnung. Ausgang ist Ableitung. Jetzt, wenn wir zusätzlich annehmen, wie wir auch gemacht haben letzte Woche, dass die Induktivität hier LA 0 ist, dann fällt der zweite Term zweiter Ordnung weg und wir kriegen schließlich für die Geschwindigkeit, Winkelgeschwindigkeit, also das wäre sozusagen das Omega, Laplace-Transformierte vom Omega, bekommen wir eine Übertragungsfunktion erster Ordnung. Gut, das sind jetzt die Beispiele. Nächster Punkt ist vielleicht Blockdiagramme. Die deswegen so wirksam sind, weil wir diese Laplace-Transformation in der Weise geschrieben haben mit der Übertragungsfunktion. Das heißt also, Prinzip Ausgangs ist gleich Übertragungsfunktion mal Eingang, so wie es hier auch in dem Blockdiagramm dargestellt ist. Jetzt, ich weiß nicht, was Sie gelernt haben für die Blockdiagramm-Manipulation, wie man also ein Diagramm vereinfacht, das aus vielen Blöcken und vielen Verbindungen besteht. Normalerweise, ich mache das schrittweise unter Berücksichtigung von ein paar einfachen Regeln. Die eine Regel ist ganz klar, wenn also das Produkt von zwei Übertragungsfunktionen hintereinander, dann die Regel würde besagen, dass das die Übertragungsfunktion von U nach Y ist dann das Produkt der Übertragungsfunktionen. Hier im parallelen Fall, das wäre einfach Superpositionsprinzip, das wäre die Summe der zwei Übertragungsfunktionen G1 plus G2. Und hier ein bisschen kompliziert, aber das, was wir in der Regelungstechnik immer brauchen, ist diese Rückführung, wie ich es Ihnen schon gezeigt habe, beim Tempomat zum Beispiel, diesen Regelkreis, diese Rückführung. Und wir wollen jetzt uns herleiten, was ist die Übertragungsfunktion zwischen R, das wäre der Sollwert oder Referenzwert, nach Y. Was ist diese Übertragungsfunktion zwischen R und Y für diese Struktur hier? Und wir wollen uns diese allgemeine Formel für diese Struktur merken. Also in diesen Fällen das erste und das zweite ist klar. Und jetzt das dritte schauen wir uns an. Sie können jetzt wieder die Details anschauen, jeder dieser Signale. Also Y1 hier wäre G1, U1. Dann U1 dargestellt wäre R minus Y, also U1 hier das R minus Y. Und dann für Y2 ähnlich hier unten. Ausgerechnet bekommen Sie dann zwischen R und Y, wobei Y gleich das Y1 ist hier. Y1 und Y sind dasselbe. Bekommen Sie dann diese Übertragungsfunktion. Und was ich Ihnen nahelegen will, ist, dass Sie für diese Feedback-Struktur, also für diesen Rückkopplung, sich die Formel merken und nicht immer ableiten müssen. Und das ist eine sehr einfache Sache, wie wir uns diese Formel darstellen. Also diese Formel, die wir auf der letzten Seite gesehen haben, das war das da hier, bekommen wir in der folgenden Weise. Wir schauen uns zwei Signalpfade an. Wir schauen uns den Eingang an und wir schauen uns direkt vorwärts die Zusammenhang zwischen Eingang und Ausgang, ohne dass ich durch den Kreis gehe. Okay, das ist diese vorwärts Übertragungsfunktion. In dem Fall ist das G1. Und als zweites schaue ich mir an die Übertragungsfunktion, wenn ich einmal um den Kreis herumgehe. Okay, und das wäre jetzt, wenn ich das auslösche, wenn ich einmal um den Kreis herumgehe, wäre es, wenn ich, sagen wir, hier anfange zum Beispiel, dann hätte ich da G1 und dann hätte ich hier G2 und dann hätte ich hier noch das Minuszeichen, um wieder hierher zu kommen.
Das heißt, die Übertragungsfunktion des Kreises ist minus, nicht vergessen das Minus hier, das ich hier drin hatte im Kreis, G1 mal G2. Okay? Diese zwei Funktionen schaue ich mir an. Einmal gerade vom Eingang zum Ausgang und das andere Mal um den Kreis. Und dann ist die Übertragungsfunktion von Eingang zu Ausgang ist der Vorwärtsteil dividiert durch 1 minus den Kreisteil. Okay? Als Formel zu merken. Und das kann dann kompliziert haben, irgendwelche zusätzliche Blocks, andere Vorzeichen etc. Es gilt immer diese einfache Formel. Müssen Sie sie verwenden? Nein, Sie können jedes Mal die Gleichung hinschreiben, ausrechnen, was ist y als Funktion von r. Das da hier macht es viel einfacher. Wie ich Ihnen illustrieren werde an einem Beispiel im Moment. Wir haben dann die anderen trivialen Umformungen, also hier den Pickoff-Point. Wenn ich den Pickoff-Point hier herübersetze, muss ich natürlich sicher gehen, dass da hier ich das mit 1 über G1 dividiere, um die gleiche Diagramm zu bekommen. Hier ist additiv, das ist klar. Hier ist es vielleicht etwas komplizierter, wenn ich also dieses G2, und das mache ich sehr oft in Regelständig, wenn ich das jetzt hierher bringe, dann muss ich natürlich hier 1 über G2 dividieren, damit ich das gleiche Diagramm bekomme, wie hier gezeigt. Also diese einfachen Regeln können Sie dann verwenden, um zum Beispiel ein kompliziertes Diagramm, wie das hier oben links, einfach in 2, 3 Schritten umzuwandeln und die Übertragungsfunktion zwischen Eingang und Ausgang zu bekommen. Wenn Sie also das hier anschauen, das erste ist, Sie schauen diesen blauen Teil hier an. Das erste, Sie sehen sofort, ich habe jetzt da eine Feedback Loop. Meine typischen Übertragungsfunktion, was ist jetzt die Übertragungsfunktion von dem? Wir haben gelernt, direkter Pfad über 1 minus den Kreis. Was ist der direkte Pfad hier? Der direkte Pfad ist G1. Das wäre G1 über 1 minus den Kreis. Wenn Sie jetzt den Kreis durchgehen, der Kreis ist G1 und G2. Wenn ich ganz herumgehe um den Kreis, ganz egal, wo ich fahren will, ist G1 mal G2. Das ist daher diese Übertragungsfunktion. Und ich kann es dann vereinfachen, in dem Sinn hier, ich kriege jetzt hier einfach diese Übertragungsfunktion hier. Erster Schritt der Vereinfachung. Das zweite, was ich hier sehe, in etwa, ist, dass ich hier einen Feedback-Loop habe, aber der wird irgendwie gestört von diesem Pickoff-Point hier, der intern zu dem Loop ist. Daher als nächsten Schritt nehme ich diesen Pickoff-Point und führe den da herüber, diesen Pickoff-Point. Wenn ich den herüberführe, dann muss ich jetzt sicher gehen, dass diese Funktion an diesem Punkt hier, wenn ich es herübernehme, wird sie mit G2 multipliziert. Das darf nicht sein, daher muss ich es mit G2 dividieren. Das heißt, wenn ich das herüberfinde, also wenn ich das jetzt dann so mache, dann muss ich das hier mit G2 dividieren. Und das habe ich hier gemacht. G6 über G2 ist dann die nächste Umformung. Und jetzt habe ich ein ganz einfaches Blockdiagramm, relativ einfach. Es sind hier zwei Kreise. Also ich habe diesen Teil hier, das mal da auslöschen. So, jetzt habe ich einen Teil hier und einen Teil hier und die sind multiplikativ hintereinander. Was ist jetzt dieser zweite Teil hier? Der zweite Teil ist einfach die Summe. Das heißt, der zweite Teil ist dieser Teil hier. G5 plus G6 über G2. Und das erste ist etwas komplizierter, aber ich habe wieder einen Feedback-Loop. Das heißt, ich rechne vorwärts über 1 minus den Kreis. Was ist vorwärts? Vorwärts, ich werde das jetzt auslöschen, damit es nicht so... Vorwärts ist das hier. G2 mal G1 und so weiter, das ist der Vorwärts.
Okay. Und was ist jetzt der Kreis? Der Kreis ist hier, hier. 1 minus den Kreis, aber ich habe da ein weiteres Minuszeichen hier. Und das hier ist, minus dem Kreis. G1, G2, G4 über 1 minus dem Kreis. Okay. Diese Formel angewendet, ausmultipliziert, kriege ich diese Übertragungsfunktion. Wiederum, Sie können es machen, wie Sie wollen, das erscheint vielen Leuten ein einfacher Weg, Blockdiagramme zu vereinfachen. Fragen dazu? Gut. Das war so die Vorbereitung. Jetzt wollen wir genau diese Frage anschauen, die ich am Anfang gestellt habe. Wir wollen von der Systembeschreibung, in dem Fall ist es jetzt die Systembeschreibung im Laplace-Bereich, möchten wir herausfinden, qualitativ, welche Systemantwort bekommen wir für eine bestimmte Systemdarstellung. Also Zusammenhang zwischen Systemdarstellung, Übertragungsfunktion und Art der Systemantwort, das wollen wir hier jetzt uns anschauen an für eine Übertragungsfunktion erster Ordnung, zweiter Ordnung, danach mit Nullstellen, was bekommen wir für Systemantwort. Schauen wir uns jetzt die Standard, die Übertragungsfunktion erster Ordnung in Standardform an. Und Standardform heißt, Übertragungsfunktion erster Ordnung heißt natürlich Konstante über Polynome erster Ordnung. Aber jetzt, wir schreiben es immer so und wir benennen jetzt diese Variablen hier und dann werden wir sehen, warum die so heißen. Das erste K ist der Verstärkungsfaktor oder Gain. Und das Tau hier ist die Zeitkonstante oder Time Constant. Und wir werden sehen in einem Moment, warum das so heißt. Und das ist die Standardform, wie ich diese System erster Ordnung schreibe. Und ich schaue mir jetzt verschiedene Antworten an. Als erstes schaue ich mir die Impulsantwort an. Impulsantwort wäre U von S ist gleich 1. Das wäre der Eingang, ein Impuls. Und daher die Antwort ist K über Tau S plus 1. Und ich kann mir jetzt, ohne dass ich effektiv die inverse Laplace-Transformation rechne oder hinschreibe, weil ich kenne sie hier, kann ich mir, wenn es komplizierterweise wäre, könnte ich es nicht einfach hinschreiben, aber ich kann mir jetzt sofort verschiedene Charakteristiken der Antwort von dieser Übertragungsfunktion direkt ausrechnen. Was jetzt das Erste zum Beispiel, was der Anfangswert? Der Anfangswert, wir wissen vom Ansatz des Anfangswerts, für t gegen 0 multipliziere ich mit s und lasse s gegen unendlich gehen. Das gibt mir den Anfangswert. Und hier natürlich, wenn ich das mit s multipliziere, hier, und s gegen unendlich gehen lasse, dann ist das vernachlässigbar, das S kürzt sich heraus und ich bekomme dann als Anfangswert K über Tau. Okay. Bekomme direkt vom Satz vom Anfangswert. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine andere Skala, wenn ich diese Skala ändere hier, wenn ich hier einfach T habe, dann bekomme ich hier als Anfangswert K über Tau. Okay? Weiters, was ist der Endwert? Der Endwert kann ich jetzt mit S multiplizieren, hier oben, und S gegen 0 gehen, und der Endwert ist 0. Das heißt, ich habe diesen Wert 0. Und weiters kann ich mir ausrechnen, zum Beispiel die Steigung am zur Zeit gleich 0. Das müssen Sie wahrscheinlich, das habe ich jetzt nicht durchüberlegt, aus Y von T ausrechnen, Ableitung. Das heißt, die Steigung im Ursprung wäre minus K über Tau Quadrat. Das heißt, wir können jetzt die Antwort so zeichnen, von dieser Beziehung hier, dass wenn wir jetzt hier haben, hier Tau, 2 Tau, 3 Tau und so weiter, hier diese Punkte, dann würde das bedeuten, dass
nach die Steigung Ihnen die Steigung hier, diese Steigung hier am Ursprung bringt sie genau zum Zeitpunkt Tau, schneidet genau im Zeitpunkt Tau. Das heißt jetzt, wenn Sie ein großes Tau haben, dann wird das flach. Und wenn Sie ein kleines Tau haben, wird das steil. Diese Steigung schneidet immer mit Tau. Und das erklärt den Ausdruck Zeitkonstante. Wenn die Zeitkonstante groß ist, das wäre Tau nimmt zu in diese Richtung. Okay? Wenn die Zeitkonstante Tau groß ist, würde es lange dauern, bis es den stationären Wert asymptotisch trifft. Kleine Zeitkonstante, schnelles System, große Zeitkonstante, langsames System. Das heißt, ich kann sofort zum Beispiel, ohne dass ich jetzt da was ausrechnen muss, ich kann mir das Tau anschauen und mir sofort skizzieren, wie das System reagiert. Oder ich kann mir ein System anschauen mit höherer Ordnung, aber ich kann mir anschauen die verschiedenen Pole und dann, wenn einer dominant ist, habe ich sofort das System Antwort, die Geschwindigkeit skizziert. Und natürlich K hier ist die Verstärkung und da sehen wir noch mehr, noch besser, wenn wir uns die Sprungantwort anschauen. Die Sprungantwort, das wäre also hier ein 1 über S. Wiederum können wir uns die Anfangs, also hier können wir uns die Anfangssteigung anschauen. Was wäre jetzt die Anfangssteigung? Wie rechnen wir das aus direkt von der Übertragungsfunktion? Das ist jetzt mal die Übertragungsfunktion von hier oben. Bekommen wir hier. Dann das hier wäre die Laplace-Transformation für die Steigung, Multiplikation mit S. Und weitere Multiplikation mit S für das Anfangswertsatz. Wir müssen es mit S, Entschuldigung, Endwertsatz. Wir müssen Anfangssatz, wir müssen es mit S multiplizieren und dann S gegen unendlich. Okay. Das ist jetzt also die Anfangssteigung von Anfangssatz. Erstens, das hier ist für die Ableitung d nach dt führt zu dem S und das zweite S führt vom, Anfangswertsatz. Das da hier 1 kürzt sich weg hier. Und dann S gegen unendlich kriege ich wieder das K über Tau, wäre die Anfangssteigung. Und wiederum hier, wenn ich jetzt das einfach das Y hier nehme, dann hätte ich hier ein K und hier hätte ich wieder Tau, 2 Tau und so weiter, wenn ich hier einfach T nehme. Also nicht diese dimensionslose Darstellung, wie sie in den Unterlagen ist, sondern wenn ich das normal darstelle, dann ist es K und hier hätte ich wieder die Steigung. Sie sehen hier eindeutig, aber die Steigung Steigung K über Tau hier. Das heißt, nach der Zeit Tau bin ich genau beim Endwert. Also ich, um die Zeitkonstante zu bestimmen, mache ich einfach die Tangente zum Zeit 0 und wo diese Tangente zur Zeit 0 den Endwert schneidet, ist meine Zeitkonstante. Und hier haben Sie die Antwort. Also wiederum, das erklärt hier diese zwei Sachen. Einerseits das K hier und andererseits das Tau hier. Zeitkonstante und Verstärkung. Und das Tau wiederum in diese Richtung nimmt das Tau zu. Also wenn ich da hier T habe unten, sonst ja. Hier T. Okay.
Das, was wir uns für System erster Ordnung merken sollen, Verstärkung, Gain K, Endwert Tau, Steigung, wie schnell es zunimmt. Je größer die Zeitkonstante, desto langsamer ist das System. Dritte Antwort, wir haben uns Impulsantwort angeschaut, Sprungantwort, Rampenantwort. Rampenantwort wäre Eingang 1 über S². Wir schauen uns wiederum ähnliche Charakteristiken an, vom Anfang Steigung, Endsteigung und so weiter. Hier ist also die Übertragungsfunktion von oben. Hier ist die Steigung, gibt Ihnen dieses S. Okay, und das Limit T gleich gegen 0, Anfangswert, gibt Ihnen dieses S, multipliziert mit S. Und dann lassen Sie S gegen unendlich werden, das gibt Ihnen 0. Das heißt, dass die Anfangssteigung hier ist 0. Was ist jetzt die Endsteigung? Das heißt, Sie wollen wiederum die Steigung anschauen. Steigung S, Endwert S, S Quadrat kürzt sich aus, gegen 0, S gegen 0 gibt Ihnen K. Das heißt, die Endsteigung hier, dieser Antwort, das habe ich hier so alles normalisiert, vielleicht nicht gut normalisiert, aber die Endsteigung, wenn ich hier so Y hätte, dann wäre die Endsteigung hier des Systems, die Endsteigung wäre K, wenn ich hier Y hätte. Okay. Und weiters können Sie dann, wenn Sie jetzt die Inverstransformierte ausrechnen, das wäre die Inverstransformierte, jetzt können Sie wiederum anschauen, asymptotisch, wie schaut das aus, wenn ich T gegen unendlich, laufe, wird das 0. Und das heißt, ich bekomme dann einfach eine verschobene Gerade, K mal T, verschoben, die Zeit verschoben um die Zeit, Zeitkonstante Tau. Das heißt, das da hier wäre Tau. Was heißt das bezüglich Rampenantwort? Die Rampenantwort, die Steigung ist K, hängt ab von der Verstärkung und die Rampe ist verschoben um die Zeitkonstante. Je langsamer System, desto mehr ist diese Rampe verzögert. Je größer Tau, desto größer die Verzögerung. K, wie steil es ist, hängt ab von der Verstärkung des Systems. Also das alles bezüglich System erster Ordnung, K und Tau, K Verstärkung, Tau Zeitkonstante, große Zeitkonstante langsam, hier große Verzögerung, größere Verzögerung oder langsamerer Anstieg, wie Sie es haben, zum Beispiel bei der Sprungantwort. Irgendwelche Fragen dazu? Wenn nicht, dann schauen wir uns hier an, jetzt System zweiter Ordnung. Das war alles, was wir erste Ordnung anschauen wollen. Zweiter Ordnung haben wir wieder eine Standardform, oder es gibt zwei Arten, die Standardform darzustellen. Die erste, die ich normalerweise verwende, ist die. Wiederum, und die zweite Form ist hier. Der Unterschied ist einfach, Omega n ist unglaublich schlecht. Omega n ist gleich 1 über Tau. Jetzt Tau ist wiederum die Zeitkonstante. Und die Zeitkonstante skaliert die Zeit wie in den anderen Beispielen System erster Ordnung. Die Zeitkonstante praktisch, alles, was sie macht, wenn sie skaliert die Zeit T über Tau hier. Wenn Sie T über Tau haben, dann ändert sich die Antwort nicht. T über Tau haben wir verwendet hier als Skalierung der Zeitkonstante. Sie sehen hier, Tau und S ist multipliziert.
Sie erinnern sich, Sie haben E minus S Tau für die Laplace-Transformation. Das ST ist, Entschuldigung. Okay. Hier die Zeitfunktion E hoch minus ST. S und T ist multipliziert miteinander. Okay. Und deswegen, wenn S und Tau multipliziert ist, ändert sich einfach, dass der der Exponent hier oben. Und das heißt, Sie können S und Tau, Sie können das Tau ins T hineinstecken, das heißt, es skaliert die Zeit. Mit anderen Worten, wenn Tau ein Faktor immer mit S auftaucht, wie hier Tau S, wenn Sie jetzt hier haben, da hier ist Tau S Quadrat. Okay, das ist wiederum Tau S Quadrat. Tau S. Okay? Das heißt, jedes S ist multipliziert mit einem Tau. Das bedeutet, dass das Tau die Zeit skaliert. Weil in der Laplace-Transformation heißt dann, Sie haben statt I hoch minus S, Sie haben I hoch minus S Tau mal T. Ja. Das heißt, die Zeit wird multipliziert. Genauso für ein System zweiter Ordnung hier in dem Fall. Das wäre ein Parameter, wie von vorher schon, K und Tau, aber da wir ein System zweiter Ordnung haben, ist jetzt eine höhere Ordnung, ist noch ein zusätzlicher Parameter, und das ist das Zeta und das ist die Dämpfung. Okay. Also Sie haben genauso mit gleicher Bedeutung wie vorher einen Verstärkungsfaktor. Das K ist genauso, wo das System im Stationären hingeht, ist Höhe K, wenn Sie einen Sprung hineingeben, wie hier angedeutet ist. Und genauso haben Sie ein Tau, das die Zeit skaliert. Erster und zweiter Ordnung, kein Unterschied. Tau skaliert die Zeit, K skaliert die Höhe der Antwort. Zusätzlich jetzt noch das Zeta. Und das Zeta schauen wir an, und zwar schauen wir an den Einfluss des Zetas auf die Wurzel der charakteristischen Gleichung. Die charakteristische Gleichung wäre das Nennerpolynom Tau Quadrat S Quadrat plus 2 Theta Zeta S. Hier charakteristische Gleichung. Und wir bekommen dann die Wurzeln der charakteristischen Gleichung, wie hier unten dargestellt, auf der quadratischen Quadratformel. Wir sehen, dass diese, also hier einmal geschrieben 1 über Tau wiederum und dann Omega n, inverser Zusammenhang. Und wir werden jetzt dieses charakteristische Polynom analysieren, wie hier. Hier ist es noch einmal geschrieben. Wir haben jetzt die drei Fälle, die hier dargestellt sind. Der erste Fall ist vielleicht der einfachste. Der erste Fall würde sagen, dass Zeta, das heißt dieser Fall hier meine ich, Zeta ist gleich 1. Wenn Zeta gleich 1 ist, dann geht dieser Term weg. Und dann haben wir zwei Wurzeln Zeta über Tau. Fertig. Und dann haben wir die zwei Fälle. Kleiner als 1, größer als 1. Wenn wir jetzt das aufteilen, größer als 1, Zeta größer als 1, würde heißen, dass diese Wurzel reell ist. Das heißt, Sie haben zwei reelle Wurzeln. Sie können Partialbruchzerlegung machen, Sie haben zwei Pole und Sie können das dann umschreiben in Sinushyperbolicus und Cosinushyperbolicus, aber das ist egal, Sie haben zwei Exponentialterme, eins mit e hoch minus z plus, zeta plus und das andere mit zeta minus diesen Term hier. Zwei Wurzeln, reell, das heißt überkritisch gedämpft, in unserem Zusammenhang und hier geschrieben in der Form von Sinushyperbolicus und Cosinushyperbolicus. Oder den zweiten Fall hätten Sie, dass Zeta kleiner als 1 ist, aber größer als 0. Kleiner als 1 würde dann hierher gehen, kleiner als 1. Eigentlich das größer als 0 muss nicht sein. Die Formel stimmt auch für
kleiner als 0. Genauso wie sie ist. Also diese Antwort ist nicht, diese Annahme brauchen wir eigentlich nicht. Also diese, alles, was ich hier geschrieben habe, gilt auch, und genauso wäre es hier unten, gilt auch, wenn Zeta kleiner als 0 ist. Und sie bekommen dann in dem Fall komplexe, zwei komplex konjugierte Wurzeln und sie bekommen den Sinus von der invers transformierten, sie können Sinus plus den Cosinus bekommen, können es dann umwandeln in Sinus mit einer Phasenverschiebung gegeben hier. Also das sind die Standard drei Fälle für die System zweiter Ordnung. Überkritisch gedämpft, kritisch gedämpft und gedämpft. In Englisch wäre critical damping, weiß nicht mal, overcritical, bin mir nicht sicher. Auf alle Fälle im gedämpften Fall hier hätten Sie gedämpfte Schwingungen, kritisch und überkritisch hätten Sie keine Schwingungen. Das ist dann hier dargestellt in diesem Diagramm. Zuerst einmal ist hier die Zeit skaliert mit T über Tau. Okay. Das heißt, die Zeitachse, was Tau macht, ist nur die Zeit dehnen oder komprimieren. Die Antwort schaut identisch aus, nur der Zeitverlauf der Antwort ändert sich, wenn sich Tau ändert. Zeta führt von Sinus, Cosinus zu Exponential, das heißt von Schwingungen zu keine Schwingungen. Zeta ist gleich 0, haben wir hier nicht angeschaut. Zeta ist gleich 0, würde natürlich hier Zeta ist gleich 0 würde hierzu nur rein imaginäre Wurzeln führen. Rein imaginär würde dann heißen Sinus und Cosinus, also das hätten wir hier. Zeta ist gleich 0, hätten wir diese ungedämpfte Schwingung. Zeta zunehmend, haben Sie zunehmende Dämpfung und das Zeta ist gleich 1, ist irgendwo. Also das letzte hier unten, Zeta ist gleich 1, wäre dann kritisch gedämpfte. Also das geht von Zeta ist gleich 0 bis Zeta 1. Zeta ist gleich 1 hätten Sie dann diese exponentielle Antwort, wie hier sie gezeigt ist. Also hier können wir qualitativ beurteilen, wie die Systemantwort ausschaut, indem wir einerseits Tau kennen. Das gibt uns die Zeitskala, über nach der das System reagiert. Und auf der anderen Seite Zeta gibt uns, wie schwingend das System ist. Und das ist hier jetzt einmal so geteilt, wo wir verschiedene Antworten haben, hier mit Impulsantworten für ein System zweiter Ordnung, wie wir es jetzt anschauen. Es ist jetzt etwas weiter, als wir es geschrieben haben. Zuerst einmal haben wir diese Unterteilung hier. Und diese Unterteilung hier auf dieser Seite ist Zeta kleiner als 0 und auf dieser Seite ist Zeta größer als 0. Und natürlich auf der Achse ist Zeta gleich 0. Da hätten Sie Zeta ist gleich 0, hätten Sie diese umgedämpften Schwingungen, wie ich es Ihnen gerade vorher gesagt habe. Und jetzt, was Sie anschauen können, ist jetzt diese Unterteilung, dass wir hier in diesem Bereich, das heißt also über der Imaginärachse, hätten Sie hier Zeta kleiner, Zeta absolut kleiner als 1. Okay. Und hier auf dieser Imaginärachse genau
hätten Sie Zeta ist gleich 1. Okay. Wenn Zeta ist gleich 1, bekommen Sie reale Wurzeln. Okay, dann liegen die Wurzeln genau hier auf dieser Achse. Nur wenn Sie Zeta kleiner als 1 haben, haben Sie komplex konjugierte Wurzeln. Ich schaue jetzt nur die obere Hälfte an, die untere ist symmetrisch. Und die Unterteilung, dass wenn Sie Zeta kleiner als 0 haben, wenn wir zurückgehen, leider wird das jetzt ausgelöscht, das ist eine, wenn wir Zeta kleiner als 0 haben, würde hier die Exponentialfunktion positiv sein und das System weglaufen. Das heißt, wir hatten das hier, Zeta kleiner als 0, Zeta größer gleich 0. Jetzt Zeta kleiner 0 hätten wir zunehmende Schwingungen, unstabiles System, keine Schwingungen, das gehört zu dem hier dazu, keine Schwingungen, reale Wurzeln, unstabiles System, ungedämpfte Schwingungen, Wurzel genau, Zeta ist gleich 0. Auf der Seite im Gegensatz hätten wir natürlich hier wieder ungedämpfte Schwingungen, aber andere Frequenz von da hier oben. Und dann hier abnehmende Schwingungen, abnehmende für linke Halbebene komplexe Wurzeln hier. Also von der Wurzellage, und das hier gehört zusammen, von der Wurzellage können wir sofort die Antwort skizzieren. Oder vom Zeta her und vom Tau und vom K. Und das Zeta gibt Ihnen qualitativ die Schwingen und Nichtschwingen, stabil, unstabil, wie ich es hier versucht habe auf dem Diagramm zu erklären. Wiederum hier ist genau der Fall, hier auf der Achse ist Zeta ist gleich 1. Ich sollte sagen, Zeta absolut ist gleich 1. Kann positiv sein oder negativ sein. Irgendwelche Fragen dazu? Also nicht zu dem, sondern vorhergehen. Gut, wiederum weitere Versuch der Beschreibung direkt von den Polen im Laplace-Bereich und der Antwort im Zeitbereich. Den Zusammenhang zwischen Frequenzbereich und Zeitbereich. Hier im speziellen Fall eines Systems zweiter Ordnung. Wir haben wiederum die Antwort hingeschrieben, hier oben, und dann als nächstes die Wurzeln hingeschrieben mit diesem Omega n statt dem 1 über Tau, wie ich Ihnen vorher gesagt habe, äquivalent. Und wir können jetzt die folgende Analyse machen. Wir können jetzt zuerst einmal die Wurzeln anschauen. Es hat hier einen, unter der Annahme, das ist alles unter der Annahme hier, das sollte hier irgendwo geschrieben haben, dass hier ist die Annahme, Zeta ist kleiner als 1, größer als 0. Okay. Das heißt, wir haben komplexe Wurzeln und wir haben daher hier das schon, hier haben wir den Realteil. Der Realteil wäre Omega n mal c. Das wäre dieses Sigma, wenn wir hier die Wurzel haben. Dann wäre der Realteil hier das Sigma. Sigma ist Omega n mal c, das wäre der Realteil. Den Imaginärteil haben wir hier, das ist natürlich 1 minus c Quadrat. Jetzt, wenn wir die Absolutwerte ausrechnen, der Absolutwert der Wurzel, Absolutwert hier, wäre diese Distanz, diese, wenn wir einfach Imaginärteil plus Realteil Quadrat, Quadratwurzel, bekommen wir, dass der Absolutwert, also hier Omega n ist, Absolutwert der Wurzel ist Omega n. Und aus dem können wir auch dann sehen, Imaginärteil
ist Omega D, ist, also das haben wir hier gesehen, Omega D wäre der Imaginärteil, wäre Omega N mal 1 minus C Quadrat. Also wir haben jetzt da hier diese ganzen Sachen beschriftet, wir haben den Imaginärteil, wir haben den Realteil und wir haben den Absolutwert. Der Absolutwert ist Omega, das heißt, je größer die Frequenz ist, desto weiter liegt diese Wurzel weg im Absolutwert. Dann sehen wir, Sigma ist verantwortlich für den Realteil der Wurzel, dieses Omega n Zeta. Ne? Und der Imaginärteil hängt ab von dem 1 minus, also wiederum von dem Zeta. Das Wichtige ist, wir haben einen Zusammenhang, wenn wir jetzt den Winkel hier anschauen. Sinus dieses Winkels wäre diese Strecke hier ist Sigma, diese Strecke ist Omega n mal Zeta. Wenn wir das Sinus anschaut, wäre das Omega n Zeta über Omega n Sinus dieses Winkels, das heißt, es wäre Sigma über Omega n ist gleich Zeta. Das heißt, wir haben einen direkten Zusammenhang zwischen diesem Winkel und der Dämpfung. Je kleiner der Winkel ist, also der Sinus des Winkels, ist direkt die Dämpfung. Sinus der Winkel ist die Dämpfung. Das heißt, je kleiner der Winkel ist, desto größer ist die Dämpfung. Je weiter die Wurzel weg ist, desto größer ist die Frequenz. Das heißt, was wir im Allgemeinen nicht haben wollen für ein geregeltes System, ist Wurzeln, die in der Nähe der Imaginärachse sind. Das heißt, dieser Winkel klein, dann wäre die Dämpfung schlecht und sie haben viele Schwingungen. Das heißt, normalerweise wollen sie irgendwo die Wurzeln dann in so einem Bereich drinnen haben. Das ist nicht erlaubt für die Wurzeln, weil das würde ihnen zu viel Schwingungen geben, zu kleine Dämpfung. Sie wollen sie in diesem Kegel haben, den ich nicht schraffiert habe. Das wäre dann eine gute Systemantwort in diesem Bereich. Wieder ein Zusammenhang zwischen Pollage, hier skizziert, und Zeitantwort, schwingen, nicht schwingen, schnell schwingen, viel schwingen, wenig Dämpfung und so weiter, diesen Zusammenhang da hier darzustellen. Fragen dazu? Das dann hier, ich werde nur mal das machen. Zwei. Hier ist das einfach dargestellt, also Sie haben hier dieses Omega Zeta über Tau wäre Zeta mal Omega, wäre Sigma. Und das gibt diese Amplitude, wie ich vorher gesagt habe, die Amplitude des Abschwingens oder des Zunehmens im Falle, dass Zeta kleiner als 0 ist. Dann wäre das umgekehrt Zunehmen, aber es gibt ihnen genau diese Geschwindigkeit des Zunehmens, das Z. Das heißt, es hängt ab, diese Geschwindigkeit ab von der Dämpfung und von der Zeitkonstante. Beide die sind verantwortlich, wie schnell die Amplitude abnimmt. Sowohl die Zeitkonstante als auch die Dämpfung. Schließlich, das andere werde ich nicht mehr heute machen, Systeme höherer Ordnung, das ist noch wichtig. Systeme höherer Ordnung, das heißt zum Beispiel viele Elemente erster Ordnung, 1 über Tau S plus 1, 1 über Tau S plus 1 und so weiter, in Serie geschaltet. Das wäre dieses System hier. Wie ändert sich die Antwort? Und hier haben wir das skaliert, indem wir das dividiert haben hier durch N mal Tau, die Zeit. Also wenn mehr Systeme, wird's langsam, mehr Blöcke, wird es langsamer. Hier habe ich skaliert. N mal Tau. Und Sie sehen hier also mit dieser Skalierung, wenn wir jetzt N ist gleich 1 machen, N ist gleich 2 und so weiter, dann bekommen wir eine schärfere, entschärfere Antwort unter dieser Skalierung. Bis schließlich, Sie können sich vorstellen, für n ist gleich unendlich, bekommen wir praktisch eine Verzögerung, oder sagen wir n 1000, bekommen Sie eine Verzögerung,
eine reine Verzögerung von 1000 Zeitkonstanten und dann einen Sprung. Das heißt, asymptotisch sehen wir hier, dass es eine Todzeit, viele kleine Elemente, eine Todzeit approximieren. Genau gesagt, wenn wir diese Elemente, diese Zeitkonstanten hier drinnen, wenn wir jetzt das durch Tau über N ersetzen, das heißt, wir machen die Zeitkonstanten der einzelnen Systeme kleiner, wir nehmen also zwei Systeme mit Zeitkonstante Tau halbe oder drei Systeme mit Zeitkonstanten Tau Drittel und so weiter. Wenn wir also diese Systeme, die Zeitkonstanten kleiner machen, in der gleichen Weise, wie wir Systeme dazugeben, dann sehen wir einfach, wenn Sie eine Formel nachschauen in Ihrer Analysis, der Grenzwert, also der Grenzwert dieser Serie hier, geht zu e hoch minus Tau s. Das heißt, wir können dadurch in dieser Weise eine Todzeit approximieren mit einer Serie, also Serie von Systemen erster Ordnung in Serie geschaltet. Das ist nicht unbedingt die beste Möglichkeit, die Todzeit zu approximieren. Es gibt andere Möglichkeiten. Es hängt davon ab, was Sie als Approximationsfehler berücksichtigen wollen. Aber das ist eine Methode, Serie von Systemen erster Ordnung, um eine Todzeit zu approximieren. Sante machen wir nächste Woche. Danke Ihnen und guten Appetit.